Moin Moin, Radio-Hörer. Wir befinden uns mitten im, ich glaube, der gefühlte 27. Geschlechterkampf. Es ist aber erst der 5. Ich bin Isabel, um 80 Jahre gealtert seitdem. Isabel und ich treten gegeneinander an. Es geht um drei Disziplinen diesmal. Wer ist der größere Radprofi? Denn am Wochenende starten ja die Vattenfallzeit Classics. Wir haben zum einen, das ist das Schönste, ein Radflicken, also so ein Reifenflicken, weil der hat irgendwo ein kleines Miniloch. Und da bin ich sehr gespannt, wie du dich schlagen wirst. Was gibt's noch? Dann gibt es noch, wer fährt mit verbundenen Augen einen Kilometer weit. Das heißt, wir müssen mit den Fahrrädern ungefähr einschätzen, wie schnell wir fahren und wie lange wir fahren. Und dann gibt es noch den wichtigsten Contest eigentlich. Die schönste Disziplin, weil wir werden uns eine Radlerhose zwängen, richtig sexy. Zwängen. Und dann gehen wir auf die Straße und fragen Radio Hamburg-Hörer, wer den sexieren Hintern hat. Also, ja, nö, das entscheidet sich dann auf der Straße gleich. Es geht um folgende Disziplinen. Wer radelt mit verbundenen Augen exakt einen Kilometer? Ja, das ist gar nicht so einfach, weil wir haben keine Kilometeranzeige. Wir radeln also einfach blind und hoffen, einen Kilometer zu treffen. Und wer näher dran ist, gewinnt schon mal den ersten Punkt in dem 5. Geschlechterkampf hier bei Radio Hamburg. So, radel los und du machst einfach, okay, du geht jetzt schon los, wann du meinst. Was? Es ist ein Kilometer. Okay, alles klar. Und ich sehe die Anzeige auch nicht, damit es gerechter ist, wenn ich gleich radel, dass ich nicht weiß, wie weit sie denn da gekommen ist. So, wie fühlst du dich? Ganz gut. Haben, ne? Also ich weiß jetzt, warum manche Radfahrer Protestprobleme haben. Und das wird ein Kilometer dort zu radeln, also mit Gas, ich glaube, du musst schneller fahren. Warum? Ich habe doch genug Zeit. Ist der Straßenverkehr auch so lahm? Ich bin im höchsten Gang. Jetzt hör auf, warte. Ich mal die ganze Aufgabe. Du lenkst mich ab, ich wollte doch mitzählen. Oh nein, wie bin ich jetzt ungefähr? Okay, ich glaube, jetzt bin ich ungefähr 500 Meter gefahren, glaube ich. Ich lenke ein bisschen ab, dann ist 500 Meter ungefähr, würde ich sagen. Ja? Ja. Ich habe hier keine Klingel. Ich würde so gerne klingeln. Fahr mal ein bisschen schneller. Ich würde auch gerne wieder Musik spielen. Also ja. Ich schwitze schon. Ja. Das ist schon, als ich den Geschlechterkampf angekündigt habe, hast du ja schon. Okay, so. Ich glaube, jetzt wird es langsam kritisch. Vielleicht. Ja, hör einfach auf. Gerade. Ja, komm, wenn du so schnell sagst, hör auf, dann muss ich auch ein bisschen weiterfahren. Nö, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, das stimmt. Das sieht die Anzeige auch nicht. War das jetzt ein Kilometer? Okay, warte. Ich sag jetzt mal, komm, hier noch ein. Ein für Mami, ein für Papi. Einen für meine Hunde, einen für meinen Bruder, einen für meine Schwester so, und... Wir und fragen und hört jetzt auf zu treten und wir sehen beide die Anzeige nicht. Und eventuell ist sie nah rangekommen. Ich werde jetzt gleich auch radeln und danach lösen wir auf, wer ist mit verbundenen Augen quasi, ohne die Kilometeranzeige zu sehen, näher geschafft hat an einen Kilometer. Julian ist schon losgefahren hier. Ja, also ich muss jetzt quasi, ich sehe diese Anzeige nicht und muss versuchen, nach Gefühl einen Kilometer möglichst genau zu treffen. Ich habe das auch schon gemacht, wir wissen nicht, wo sie gelandet ist. Damit das noch spannender ist, auch für uns beide. Julian, ich glaube, du bist lang gekommen. Meinst du? Scherz. Aber man kann das wirklich nicht, also wir haben überhaupt kein Gefühl, wo wir jetzt sind. Fährst du regelmäßig? Weißt du, ja, ich bin gestern seit langem wieder Rad gefahren. Und zwar von hier Grimmelhof Richtung Bismarckstraße, wo ich Kumpel. Das ist da hinten so hohe Luft. Und dann von da noch die Kalte und ganz Frosch gespielt. Das glaubst du nicht mit mir getan? Ja, eben. Ich versuche jetzt gerade, diese Strecke vorzustellen und fahre jetzt gerade quasi vom Grimmelhof los auf die Grindelallee Richtung hohe Luft. Da bin ich noch längst. Ich bin erst am Taxistand da vorne. Oh Mann, wo bin ich jetzt? Ich hab nur verfahren. Meinst du? Aber es ist ja ganz gemütlich. Wir müssen jetzt wirklich auf Geschwindigkeit fahren und dann müssen wir mindestens einen Kilometer treffen. Ja, wollen wir nicht noch ein bisschen Musik spielen? Ja, sehr gerne. Ich beeile mich. Warte mal. Ich höre es gleich auf. Oh Mann, der Fokus ist ja nicht hier. Ne? Es steht ja übrigens bei Mann gegen Frau 3:1. Ne? Ja, sehr richtig. So schnell bin ich gefahren mit Schlitzrädern als Sechster. Jetzt gib mal ein bisschen Gas hier! Nein, ja, dann bin ich wieder, du glaubst, so, das müsste ungefähr, müsste zumindest dich schlagen. Oh Gott, das wird spannend. Ja, du hast doch gar keine Ahnung, wie weit du fahren und bremsen. Okay? So. Okay, dürfen wir jetzt schon gucken? Ja, wir gucken, wer gewonnen hat. Und wer ist gelb? Julian! Ah! Oh nein! Ja! Bin ich einmal rum oder bin ich... Nein. Also, original, wir sollten 1 Kilometer treffen. Und Isabel ist ungefähr 550 Meter geradelt. Und ich habe es zumindest auf 600 Meter geschafft. 620 so um den Dreh. Bedeutet, erster Punkt wieder mich. Dich. Ich bin doch viel weiter gefahren als du. Yeah! Also, erste Disziplin für die Männer entschieden. Es geht aber noch um zwei weitere Disziplinen. Hier im Radio Hamburg Geschlechterkampf. Es bleibt spannend.